Florian Silbereisen, erste Details zum DSDS Auslandsrecall. Es geht in die nächste Runde bei der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar. An diesem Samstag, den 19. März, startet der Auslandsrecall in Apulien. Dort müssen sich die verbliebenen 25 Kandidaten vor der DSDS-Jury um Florian Silbereisen beweisen. Nun gibt es erste Details zu den Recall-Episoden. DSDS, hier findet der Auslandsrecall statt. Wie Gala.de berichtet, fanden die Aufzeichnungen für die 4 Folgen des Auslandsrecalls bereits Ende September 2021 statt. Per Sonderflug sollen die Sänger und Sängerinnen sowie das Team nach Brindisi gereist sein. Die Hafenstadt liegt mitten in der süditalienischen Region Apulien, unweit der Adria. Die erste Runde fand dem Bericht zufolge dabei in einer malerischen Bucht mit dem Namen La Mamona Chile statt. Die Zuschauer werden sich in der Episode am 19. März von gleich 4 der 25 Kandidaten verabschieden müssen. DSDS, kann der Negativtrend abgewendet werden? In den kommenden 3 Ausgaben geht es dann gar in eine historische Stätte, dem Amphitheater von Lecce. Zudem soll es in die Grotta della Poesia und in das Städtchen Cisternino gehen. Um den italienischen Charme noch zu verdeutlichen, soll das Team des Senders mit etlichen Deko-Elementen wie Blumenkübeln, gespannten Wäscheleinen zwischen den Häuserfassaden sowie einem ikonischen Eiswagen die Drehorte ausgeschmückt haben. Wir sind gespannt, ob die erste Recall-Folge für einen Quotenaufschwung sorgen kann. Bisher stößt die 19. Staffel auf ernüchterndes Interesse und knackte kürzlich sogar den Quoten-Negativ-Rekord.